Ich möchte einfach nochmal euren Wünschen nachkommen und aber eben auch der 1-Ring, da sind wir schon gefahren, aber eben noch nicht länger als 3-4 Runden und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Im Jordan sind wir jetzt gleich in Österreich, da wo jetzt zuletzt auch das Formel 1 Rennen war. Hier wollte ich nicht hin, ich wollte fahren und ich würde sagen, wir gehen einfach mal das Qualifying an, in der Hoffnung, dass es diesmal funktioniert. Also dann schauen wir mal, also 4 Runden, ja, können wir so belassen, dann gehen wir einfach mal raus. Die Strecke kennen wir soweit, die hat sich ja nicht weiter verändert, wenn man eben von Kiesbetten absieht, obwohl. Ja, ich glaube, in der letzten Kurve, da haben wir kein Kiesbett mehr, da ist asphaltiert. Kann ich mich aber auch irren und wir fahren erstmal raus. Fertig. Fertig. Wir sind mal wieder der Erste auf der Strecke, na hoffentlich hilft das was. Obwohl das ja eigentlich nicht wirklich hilfreich ist. Man sollte ja immer der Letzte auf der Strecke sein, wenn es ins Qualifying geht, weil da die Strecke am besten ist. Aber gut, mal schauen, wie wir das jetzt so hier auf die Reihe bekommen. A1-Ring heißt es hier noch. Die Kurven kennen wir alle und hier ist glaube ich auch asphaltiert. Ja, müsste es sein aktuell. Vor Asphaltierung wurde auch in Österreich in Spielberg nicht Halt gemacht. Ich werde schon mal versuchen, soweit es geht eben am Limit zu fahren, damit ich gleich weiß, wo ich wie fahren kann. Ja, klappt gefühlt schon ganz gut, aber ob es auch wirklich schnell ist, ist eine andere Frage. Na, etwas langsamer wäre hier gut. Oh Gott. Jetzt nehmen wir gar keinen Schwung mit auf die nächste Runde. Komm, fahr. Super. Dann fahre ich jetzt nochmal ein Stück bergauf. Allerdings neben der Strecke, damit wir hier den Schwung mitnehmen können. Kleine Schummelei. Aber hier gibt es ja keine Strafe. Bei Codemasters würde das Spiel sagen, ey, hier, gefährliches Fahren oder so. Und dann gibt es eine Strafe. Ups, gedreht. Na, super. Na, es kommt gerade niemand. Jetzt könnten wir wirklich mal auf die Strecke zurück. Und genau jetzt kommt bestimmt einer. Nee, okay. Okay, dann nochmal Schwung mitnehmen. Nix passiert, nix passiert. Und los geht's. Na, hier kann ich noch etwas später bremsen. Mal schauen, was dann die erste Zwischenzeit sagt. Wenn er überhaupt schon in einer schnellen Runde gefahren ist, das bezweifle ich nämlich gerade. Da werden wir noch keine Referenzzeit haben, sehen wir ja gerade. Beziehungsweise wir sehen keine Referenz, weil eben noch keine da ist. Ich glaube, unser Verfolger kommt uns schon näher. Aber das muss ja nichts heißen. Ja, hier Vollgas geht schon wieder. 1,2 Sekunden Rückstand auf Richard. Na gut, der Kurs ist recht kurz, deswegen sind 1,2 Sekunden eigentlich schon zu viel. So, hier nicht zu schnell, ansonsten geht es wieder sehr schnell raus ins Kiesbett. Oder erstmal auf die Wiese. Na, der kommt wirklich schon deutlich näher. Oh, 2,6 Sekunden, also ich werde nochmal eine Runde fahren. Und wir werden überholt. Super. Und jetzt werden wir behindert. Ha, erste Reihe. Ha. Siebter sind wir mittlerweile. Unter welcher Reihe hat er gesagt? Na egal. Erste Reihe, zweite oder dritte ist sowieso nichts für uns. Leider. Na, gefühlt ist das auf jeden Fall besser. Gleich kommt die nächste Zwischenzeit. Mal schauen, ganz oben sind wir minimal schlechter als unsere letzte Runde. Na, jetzt wollte ich hier besonders spät bremsen. Jetzt kommt er wieder neben uns, der McLaren. Ist das etwa der J-Gamer? Ja? Bist du das? Schaue ich jetzt nicht nach, weil ich möchte eigentlich so schnell es geht weiterfahren. Ah, wieder Rückstand. Aber vielleicht ist ja im letzten Sektor noch was drin, obwohl eine Viertelsekunde. Das werden wir wohl nicht mehr aufholen können.
Ah. Ach nein! Mist, ich habe noch die... Ach, deswegen hat er so blöd gebremst. Weil ich eben das hier noch drin hatte. Seht ihr das? Hui! Autopilot geärgert. Jetzt kommen die alle rein. Jetzt kann ich nicht zurückfahren. Aber okay. Dann werden wir das einfach mal so angehen. Das wird jetzt wieder bloß der letzte Platz sein. Aber ich hab's immerhin probiert. Der Wille war da. Richard, J-Gamer, Front Soldier auf Platz 4. Lukas auf Platz 5. Und wir sind auf Platz 19. Innerhalb der Top 20 auf jeden Fall. Was für ein Erfolg. Dann zwei Plätze vor uns ist Dennis und zwei davor David. Okay, dann gehen wir einfach mal das Rennen an. Und wir hoffen einfach mal, dass wir da besser abschneiden werden. Kennen wir ja schon soweit, deswegen brauchen wir uns das gar nicht weiter anschauen. Ab auf die Piste. Also vor uns Dennis und davor David. Super. Wir drei hintereinander. Auf einer Linie. Und der Start, kriegen wir ihn hin oder verschlafen wir ihn? Ja, ganz gut. Jetzt wird bestimmt wieder ganz gut gebremst davon, also aufgepasst. An beiden schon mal vorbei, an Dennis und an David. Oh, unser Teamkollege. Bist du das Lukas oder ist das Ralf Schumacher? Ralf Schumacher, weil grüner Helm. Auf Platz 8. Hui. Noch keine Punkte. Der erste Punkt, ja, den hat Jean Alesi. Auf Platz 6. Entschuldigung. Oh nein. Das handelt uns schon eine kaputte Nase ein. Hm, einfach wieder unterschätzt. Verdammt. Mann, da sind wir mal so gut hier unter den ersten Fahrzeugen. Ich würde sagen, sonst wird das hier wieder so ein verdammt langweiliges Rennen. Wie gesagt, ist ja kein vollwertiges Let's Play und da kann ich das mal machen. Ansonsten habt ihr es ja gesehen, wenn irgendwie mal in der Karriere oder im Grand Prix Modus bei F1 2014 was war, dann habe ich ja auch immer das durchgezogen. Ich habe ja nie die Rückblende benutzt oder dergleichen. Zumindest nicht bei nicht offensichtlichen Fehlern des Spiels. Ich sage nur Co-Pilot. Beim Übergeben. Also Front Soldier dann, David, J-Gamer Platz 4, Lukas 6. Hinten David 16, Dennis 17. Und wir natürlich jetzt vom allerletzten Platz. Aber naja, nicht weiter geschnackt. Wir gehen einfach mal ins Rennen. Und es regnet auch noch leicht. Mann. Aber die Strecke ist soweit trocken und die haben auch alle keine Regenreifen drauf. Na, jetzt. Ja, der Start war sogar gefühlt nochmal besser. Jetzt vielleicht wieder versuchen, da ganz rechts hinzukommen. Jetzt fahre ich zwar hier wieder sehr weit vor, aber ich will ja auch mal euch hier vorne im Bild haben. Ein Platz schlechter als beim letzten Versuch. Gut, wir sind auch von weiter hinten gestartet. Drei Plätze weiter hinten. Also haben wir im Grunde zwei Plätze mehr gut gemacht. Vorne gibt es einen Angriff. Nicht wieder reinrasseln. Jetzt aber zusammenreißen. Nochmal neu starten möchte ich nicht. Gut, wollte ich da vorher auch noch nicht, aber... Naja. Kriegen wir den BAR hier? Innen jetzt, beim Anbremsen. Sieht ja ganz vielversprechend aus. Ja, schön reingebremst haben wir also. Achter Platz. Unser Teamkollege hat diesmal keinen Punkt. Schön dranbleiben und nicht rausfliegen. Mhm. Hier gewinnt er auf jeden Fall Zeit. Da kommt er viel besser raus. Und hier wird er jetzt auch nochmal Zeit gewinnen. Ja, hier meine Spur. Als ich in der letzten Runde beim Qualifying irgendwie doch rein wollte, obwohl ich es nicht wollte. Jetzt haben die einen ganz guten Vorsprung. Das gefällt mir ja gar nicht. Nein, du bleibst hinten. Oder nicht? Ah, ich kann nicht rüberziehen. Da ist er natürlich. Deswegen muss ich da Platz lassen. Jetzt ist er vor uns. Aber wir können nochmal kontern. Bestenfalls eben inner, da komme ich jetzt nicht hin. Oh, da vorne wird sich behindert. John Lazy ist vorbei. An wem genau? An dir, J-Gamer. Okay, John Lazy jetzt in den Punkten.
Sagen wir es mal so, das war jetzt der Kompromiss, dass wir jetzt auf Platz 8 fahren. Das Qualifying war wieder so übel und damit ich einfach auch mal von hier vorne was sehe. J-Gamer, du darfst meinen Teamkollegen gerne in Ruhe lassen. Oder ihr behindert euch weiter? Dann komm ich ran, dann sehen wir mal ein Duell zwischen uns. Aber jetzt verliere ich im letzten Sektor wieder massig Zeit. Nee, hier nicht. Nein, habe ich gesagt. Frechheit. Zieht der knallhart dennoch da durch. Na, wird das noch was? Vielleicht jetzt mit der Zufahrt auf Kurve 2 beste Überholmöglichkeit hier auf der Strecke. Nee, dafür sind wir zu weit weg. Und Jean Lazy wurde wieder überholt. Aber hier kommen wir auf jeden Fall besser ran, weil wir hier besser anbremsen. Ah, nicht zu weit rauskommen. Aber jetzt werden wir ja gleich wieder verlieren, weil es in den letzten Streckenabschnitt geht. Hier hält sich das mit dem Rückstand noch die Waage. Aber jetzt gleich. Schalt runter, komm. Jetzt kommt die hier wieder besser raus, das sehe ich schon kommen. Da kriege ich die Kurve einfach nicht so wie die. Oh, 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 oh. Ging gerade nochmal gut. Aber jetzt gibt es Besuch von hinten, direkt im Heck von uns. Klebt einer. Na, jetzt kommt er da drüben, ist sauber. Oh, ich kann nicht rüberziehen, da ist natürlich einer. Er ist immer noch neben uns. Wir haben ihn mal ganz kurz im Rückspiegel gesehen. Jetzt gewinnen wir auf jeden Fall. Das ist gut. Dann können wir hier zumachen. Und da hinten kommt jetzt auch noch der BRR an. Also nach vorne schauen ist nicht. Ich schaue die ganze Zeit in den Rückspiegel. Oh, er hat uns angeschoben. Frechheit. Jetzt stehen wir hier. Mann. Nee, kann ich mich nicht drehen. Da fahre ich jetzt so wieder rein. Nach ihm hier. Dennis. Mann. Aber gut, dann hat uns die KI mal gedreht. Nicht, dass wir die mal drehen. Dennis liegt vor mir. Ich habe dazu gemacht, aber er hat uns noch angeschoben. Letztendlich würde ich sagen, ganz normaler Rennunfall. Naja, mache ich mich jetzt einfach mal an Dennis ran. Auf der Strecke, nur auf der Strecke. Vielleicht können wir eher Zeit gut machen, wenn wir uns jetzt schon gegen einen Sauber und einen BRR behaupten konnten. Na gut, halbwegs. Der letzte Streckenabschnitt liegt dennoch bei der KI. Hm. Oh, Lukas an der Box. Warum das denn? Ah, hier gab es einen Abflug. Habt ihr das gesehen? Die Bremssporn da über die erste Kurve hinaus, ganz links in die Ecke. Da ist irgendwas passiert und jetzt sehen wir gleich die Bremsspuren hier vorne. Reifenspuren in dem Fall einfach nur. Jetzt uns gedreht und da sind wir wieder raus. Da vorne gibt es auf jeden Fall gleich zwei Kämpfe und vielleicht können wir da noch den Anschluss halten. Oder eben bestenfalls sogar näher rankommen. Aber das hat schon soweit Spaß gemacht, diesmal zu verteidigen, weil es doch eben ziemlich brenzlig war. Und letztendlich ist es eben in einer Berührung, lief es auf eine Berührung hinaus. Ah, Dennis macht sich also an Jensen Button ran. Angriff, das kostet Zeit. Ja, wir sind näher rangekommen. Wer ist jetzt wo? Dennis immer noch hinter Button. Angriff. Ich konzentriere mich mal auf die Kurve. Ja, schön. So, immer noch Dennis vor uns. Genau. Windschatten? Nee, das wird noch nichts. Aber vielleicht behagt ihr euch da zwei. Ein teaminternes Duell zwischen zwei Benetton. Ich halte mich mal weiter aus. Mal schauen, was passiert. Na, überholen wir? Ja. Super. Ach nee, Jensen Button. Stimmt, du hast dir den Platz von Jensen Button eingenommen, Dennis.
Fisichella, genau. Korrektur meinerseits. Alex Jung ist aus dem Rennen. Ja, was mit ihm passiert? Technischer Defekt. Vielleicht bekommen wir es ja dann heraus. Obwohl, 6 Runden Verschluss sollte das auf jeden Fall, sofern es eben ein technischer Defekt war, auch wirklich dann in der Anzeige stehen. Ja, hier kann ich noch besser fahren. Ich glaube, in der letzten Runde war das schon ziemlich gut. Mit der Kurve wird das noch nichts, aber der wird bestimmt wieder Kampflinie fahren. Ganz leicht zumindest. Ja, geht schon rüber. Dadurch kommen wir wieder näher ran, weil er zurück auf die Ideallinie muss. Nee, jetzt wird es noch nichts. Er kommt auf jeden Fall besser raus. Und da links im Kiesbett, da stand einer. War das Alex Jung oder war das ein neuer? Ich glaube, das war Alex Jung, weil wir sind immer noch 16 da. Ah, nein. Dennis kommt an. Nein, jetzt bist du in. Na, bleibst aber hinter uns. Weniger Leistung im Heck. Oh. Okay, ich bleib vorne. Immerhin das. Dann hoffe ich mal, dass vor Fisichella David liegt. Bisher ist es doch ein ziemlich spannendes Rennen, oder? Der A1-Ring hat schon was zu bieten. Also an Fisichella kommen wir bestimmt noch ran. Schätze ich mal. Aber erst einmal macht sich Dennis hinter uns breit. Ah, kommt ein Angriff? Ich sehe noch nichts, ich sehe bloß mein Heck. Na, wieder etwas weiter rausgekommen? Nein. Ich verliere wieder Zeit auf die Leute vor mir, weil ich mich verteidigen muss. Lukas gleich mal mit der schnellsten Rennrunde. Frische Reifen und freie Fahrt vielleicht. Na, Frechheit, Dennis, hier geblieben. Dich hole ich mir wieder. Wenn vielleicht doch nicht deinen Teamkollegen, aber dich muss ich mir noch holen. Oder bin ich gegen Rennende immer so schlecht unterwegs, weil ich doch mit meinen blockierenden Rädern immer zu viel Reifen abreibe? Kann natürlich auch sein. Es gibt ja auf jeden Fall hier eine Reifensimulation. Kann sein. Dann versuche ich mal ohne blockierende Räder zu bremsen. Ah, ich bin gerade leider ganz schön weit weg von Dennis. 3 Runden verbleiben uns noch. Und die Chance, dass er sich an seinem Teamkollegen wieder aufreibt, ist auch nicht wirklich gegeben. Dafür ist er noch zu weit weg. Oh, Lukas, genau 1:10. Na, wieder stehen geblieben. Aber unter normalen Umständen solltest du uns, Lukas, nicht mehr einbekommen, weil wenn du über die Linie fährst, dann wird die Zeit sofort angezeigt da oben, die schnellste Rennrunde. Damit wissen wir also, wo du auf der Strecke bist. Na, Fisichella verliert doch ganz schön viel Zeit. Wir können den Abstand auf Dennis weiter einhalten. Jetzt eben im letzten Streckenabschnitt haben wir wieder etwas verloren. 2 Runden noch. 2 Runden und Lukas neu, schnellste Rennrunde. Mal schauen. Ich schätze mal, bei Alex Jung gab es einen Zwischenfall, einen Unfall. Wegen den Bremsspuren da. Ansonsten wäre er ganz normal nach außen gefahren, wenn da irgendwas gewesen wäre. Na, behagt euch mal schön davon, dann wird das noch was in der letzten Runde. Vielleicht eben.
Ich wollte doch nicht mehr mit so stehenden Rädern hier durchfahren. Hier kommen wir gerade wieder näher ran, aber jetzt werden wir wieder verlieren. Ja, aber jetzt ein Angriff, bitte. Ein Angriff davon. Ups, wo fahre ich denn hin? Hab mich mal kurz gekratzt. Oh, hier wird die Strecke nass. Das jetzt auch noch. Dabei regnet es gefühlt gar nicht mehr. Oder mal kurz schauen. Nö, keine Regentropfen auf dem Visier. Komisch. Letzte Runde. Jetzt bitte ein Angriff, Dennis, auf deinen Vordermann. Du bist auf jeden Fall nah genug dran. Ja, fährt schon aus dem Windschatten heraus. Na gut, Dennis. Jetzt schön behindern. Ja, schön in anfahren. Super. Aber leider kommen wir jetzt noch nicht ran. Ah, das wird nicht mehr reichen, weil jetzt kommt da wieder mein Streckenabschnitt, wo ich nicht so wirklich gut da liege. Rennsieg durch Richard. Glückwunsch. Aber wir haben ja vielleicht noch... Oh, jetzt wird es hier hinten schon nass. Eine Position zu gewinnen. Ich bleibe auf jeden Fall dran, auch wenn es hier hinten sehr unwahrscheinlich ist. Und da vorne kommt David auf jeden Fall, der nächste Arrows. Alles leider zu spät. Nee, das wird nichts mehr. Schade, wer hat uns da eigentlich schon mal gedreht? War das der Sauber? Ansonsten wären wir ja viel weiter vorne gewesen. Hier ist nochmal ein Unfall, oder? Ja, da drüben wurde jemand abgeschleppt. Ich habe jetzt gar nicht geschaut auf die Anzeige. Hier waren bloß mehrere gelbe Flaggen. Deswegen war es klar, dass da irgend noch mal ein Zwischenfall war. So, jetzt überhole ich dich nochmal, auch wenn das Rennen schon vorbei ist. Wow, das war eng. Und nochmal drehen, super. Na, hallo Dennis. Schön, dass man sich auch mal so sieht. Ich wollte eigentlich wieder einen Fortgang. Rennen vorbei, ich mische auf die Strecke. Wird nichts mehr. Wird nichts mehr. Aber gut, es war auf jeden Fall ein interessantes Rennen. Bis dahin, als wir uns drehen haben lassen. Wir haben uns auch gut verteidigt. Dann schauen wir erst einmal auf das volle Rennergebnis. Richard, Front Soldier, J-Game auf Platz 4. Lukas ist ja hinter uns ins Ziel gekommen, wegen eines Boxenstops. David auf Platz 12, also war Bernoldi davor Fisikeller. Dennis kennen wir ja soweit. Oh, Lukas war direkt hinter mir. Mehr oder weniger direkt. Auf jeden Fall hinter mir. Die besten Rennrunden. 53.000stel Lukas vor seinem Teamkollegen. Okay. Und ich sogar auf Platz 16. Ja, sogar. Ist eigentlich noch immer viel zu weit hinten. Dennis leider ganz gut vor uns. Schade. David auf jeden Fall hinter uns mit der schnellsten Rennrunde. Schade, schade, da war auf jeden Fall mehr drin, aber es war meinerseits, zumindest wie ich es empfunden habe, doch ein sehr interessantes Rennen. Und beim nächsten Mal finden wir uns woanders wieder. Das kennt ihr ja schon und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.